Vor rund 10.000 Jahren im Pleistozän lebten von Nord- bis Südamerika der Direwolf. Direwolf ist die englische Bezeichnung des Canis Dirus. Dies bedeutet schrecklicher Wolf. Dieser Wolf ist nicht der Vorfahre heutiger Wölfe. Der Direwolf hatte eine Kopfrumpflänge von ca. 1,50 m und wog etwa 50 Kilo. Der Direwolf hatte einen größeren Kopf als unsere heutigen Wölfe und wesentlich kräftigere Zähne, aber dafür ein kleineres Gehirn. Er hatte kürzere Beine und wirkte insgesamt etwas gedrungener als unsere heutigen Wölfe. Daher nimmt man an, dass er ein Aasfresser war. Vermutlich lebte der Direwolf wie unsere heutigen Hyänen und ging nur ab und zu auf Jagd. Funde aus Nordamerika liefern Hinweise darauf, dass der Direwolf noch bis vor 4000 Jahren gelebt haben könnte. In Ark ist der Direwolf ein treuer Begleiter, gleich einem Hund. Seine Körpergröße entspricht der eines kleinen Pferdes. Er ist in der Lage, verwundete Tiere, Explorer Notes und sogar verborgene Fallen zu erschnüffeln. Man kann ihn sogar ohne Sattel reiten. Er ist schnell und wendig und verliert wenig Ausdauer. Doch seine wahre Stärke liegt im Gruppenkampf. Je mehr Wölfe in einem Rudel zusammenkommen, desto mehr Schaden machen sie. Durch das Heulen des Leittiers wird das gesamte Rudel gestärkt. Mit dem Direwolf erhält man einen starken und treuen Gefährten, der einem das Überleben in Ark leichter macht.